Eine radikale Umkehr unserer Lebensführung. Weniger Umweltverschmutzung, weniger Abfall, weniger Erderwärmung. Das war die Idee des grünen Umweltpakts der EU, des Green Deals. Eine Herausforderung wie die erste Mondlandung. Europa solle führend werden in umweltfreundlichen Industrien, Technologien und Investitionen. So Ursula von der Leyen. Im Dezember 2019 legte sie einen Katalog mit 50 Vorschlägen vor, mit dem Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. Mit einer Mischung aus Gesetzen und Anreizen sollen die Mitgliedstaaten auf einen grünen Kurs gebracht werden. So sollen die Schadstoffemissionen bis 2030 um 55% gesenkt, die Wegwerfgesellschaft ausgemustert, ein Wohnungsrenovierungsprogramm zur Reduzierung des Energieverbrauchs aufgelegt und die Landwirtschaft nachhaltiger gemacht werden. Damit ärmere Regionen Schritt halten können, soll ihnen mit 100 Milliarden Euro geholfen werden. Die Menschen müssten für neue Jobs in neuen Bereichen ausgebildet werden, was schon seit vielen Jahren geschehe, so der Vorsitzende des Umweltausschusses, der Franzose Pascal Canfin. Etwa bei Elektroautos, in der Bauindustrie oder bei Renovierung von Gebäuden. Es gäbe also mehr Jobs und mehr Arbeit. Doch für einige Länder wie Ungarn, Polen und die Tschechische Republik ist der Übergang zur grünen Wirtschaft ein teures Unterfangen in Milliardenhöhe. Um zu westlichem Lebensstandard aufzusteigen, müssten sie Umwelt über Bord werfen. Aktivisten jeglicher, das ist jedoch kein Grund, die Lohne nicht schon jetzt radikal zu verringern. Your distant targets will mean nothing. In der Ferne liegende Klimaziele bedeutet nichts, wenn noch jahrelang ein Business as usual praktiziert werde. Dann würden die Kosten am Ende so hoch, dass keine Ziele erreicht würden, weder 2030 noch 2050. Doch da sich Europa derzeit auf einen Winter der Pandemie und der wirtschaftlichen Rezession vorbereitet, drohen die Klimaversprechungen, verwässert zu werden.